Und jetzt können wir hier natürlich einmal die Queen einsetzen. Zack. Und schon sind wir nur noch 300 Damage im Nachteil. Ich sag mal so. Eine Rakete darauf zu werfen, ist natürlich ein interessanter Move, klar. Das Doofe daran ist natürlich, dass jetzt noch der Gegner... Oh, noch ein und noch zwei bei Queen Swings. Also, Kollege Schnürschuh, ich kann zwar kein Japanisch, aber wenn da steht, dass du kein Clash Royale spielen kannst, dann könnte das sogar zutreffen.